Und so bekommt ihr einen Knacken beim Bizeps. Also, bewegt eure Pöpöchen, gebt uns ein Like und wir sehen uns nächste Woche wieder bei Man on Man. Ey, Mann. Hä? Willst du nicht mal den Channel-Namen nennen? Wieso, warum? Mann gegen Mann hat doch was Kämpferisches. Digga. Okay, was ist jetzt schon wieder los? Dieser Typ von der Arbeit, Mann. Der hat mich so verarscht wegen... Wegen? Wegen so einer Sache halt. Aber glaub mal, den kriege ich richtig zurück. Erzähl. Du kannst vor deinen Feinden flüchten oder sie im Kampf vernichten. Okay, cool. Danke. Aber besiegen kannst du sie nur mit Freundlichkeit. Welch entzückender Rat. Ich kann mich glücklich schätzen, dich zu haben. Ich weiß. Vollmaschine. Am 19. Juni, ja genau, bis zum 26. September. Sorry, ganz kurz mal. Ja, bitte? Ja, nee, da bin ich wieder. Ja, da bin ich wieder. Nee, alles gut, gar kein Problem. Mein Essen ist nur gerade gekommen. Jo, wir hören uns... Entschuldigung. Ja, okay, alles klar. Das machen wir fertig und wir hören uns dann nächste Woche. Dankeschön, bis denn. Was ist denn los? Ist das Essen nicht schon bezahlt? Nein, das, alles gut. Die machen das vorne an der Theke, da kriegst du das Geld. Ganz ehrlich, ich möchte gerne ein Probetraining machen. Oh, komm, Kollege. Coach Zoom 3 Türen weiter rechts. Sorry, aber ich muss da jetzt wirklich rangehen. Reizer? Oh, ja, klasse. Schön von Ihnen zu hören. Denn auf Sie habe ich tatsächlich gewartet. Sorry, nur eine Sekunde bitte. Sag mal, Chef, ich habe doch ausdrücklich gesagt, ohne Rosmarinkartoffeln. Zum wievielten Mal denn noch? So, da bin ich wieder. Naja, ganz ehrlich, alles ein bisschen seltsam heute hier. Ich habe keine Ahnung, was hier los ist. Aber wichtig ist, die Kalkulation habe ich von Ihnen bekommen. Also damit sollte jetzt tatsächlich auch langsam alles passen. I'll be back. Kasi, erzähl mal, wie ist denn das mit Pia gelaufen? Ach ey! Verflucht zum Möwenkacke nochmal! Ich hatte gerade ein sehr unschönes Telefonat. Dreimal darfst du raten, worum es da ging. Hä? Kommt da was? Das war einer unserer Stammkunden. Ich musste mir eine halbe Stunde lang anhören, wie sehr doch Rosmarin hasst. Na, klingelt's! Hat mir nicht gestern erst darüber geredet? Kann doch nicht sein, dass du einfach nicht die Klüsen aufbekommst! Glaub so langsam, dass du einfach nichts in der Kombüse verloren hast. Das Beste wäre, du packst deinen Seesack und tauchst morgen gar nicht mehr. Hey Mann! Ich weiß. Was? Quatsch. Digga, Oliver derb stressig.
Kann gut sein, dass die Scheiße einfach vertauscht haben. Willst du mich verarschen? Das Beste mal für einen Mückenhörner-Speaker? Gerade von dir hätte ich mehr erwartet. Was meinst du, wie lange ich den besänftigen muss, damit er uns als Stammkunden erhalten bleibt, ne? Was ist los mit dir? Vielleicht sollte sich mal ein bisschen weniger um deinen Scheiß-Football kümmern hier. Immer davon zu träumen und dich ein bisschen mehr auf den Job konzentrieren! Vielleicht die Dacken laufen, ist noch zu gut für dich. Eigentlich sollte ich dich auch gerade über Bord schmeißen. Vielleicht war es nur ein Dream, alles für mein Team. Aber Preseason-Hustle gibt mir gerade Energie. Bin ein Young MVP. Vielleicht schaff ich's nach New Orleans. Und vielleicht war es nur ein Dream. Erfolg fällt, das ist meine Eminem-Show. Genug gestruggelt, Boys ready to go. Vielleicht nicht der nächste Deutsche in einem Packers-Trikot. Trotzdem Young ist MVP, als wär ich Patty Mahomes.